Ich bin Otto Grippner, pensionierter Lehrer am neuen Gymnasium hier in Oldenburg. Beschäftige mich seit über 25 Jahren mit Heißluftballonen, speziell Modellheißluftballonen. Habe mit Schülern jahrzehntelang eine Modellballon AG gehabt. Bin allerdings auch über diese Sache dann an die großen Ballone gekommen. Bin dort Schiedsrichter geworden, was bei uns Observer heißt. Bin dort in deutschen, Europa- und Weltmeisterschaften zugange. Fahre jetzt Ende Oktober wieder nach Japan zur Vorweltmeisterschaft. Der Anfang vom Ganzen war 1989. Da hatten wir hier eine Projektwoche, 200 Jahre Französische Revolution. Und ich bin, obwohl ich Gymnasiallehrer bin, einer, der auch gerne mit Händen was arbeitet, was Praktisches macht. Und da habe ich gedacht, okay, Ballon ist auch ungefähr 200 Jahre alt, baust du mal einen Heißluftballon. Und haben damals mit 36 Schülern und 6 Nähmaschinen in der Turnhalle die Vorläuferhülle dazu genäht. Und das war dann der Anfang. Und dann ging das immer, immer weiter. Funktionsweise ist eigentlich ganz einfach. Im deutschen Bereich ist alles, was leichter als Luft ist, das Pferd. Also Luftschiffe fahren, Flugzeuge fliegen. Gut. Leichter als Luft heißt, er muss eben natürlich die Luft, die innen drin ist, muss heiß gemacht werden, damit die innen drin leichter ist und dadurch wird das Ganze angehoben. Das Ganze wird mit Fernsteuerung gemacht. Das heißt also, hier haben wir die Möglichkeit, wie bei normalen Thermen im Haushalt, brennt eine Pilotflamme, wie auch bei den großen Ballonen. Und dann kann ich hier mit im Grunde genommen die Brenner zünden, sodass praktisch während der Zeit, auch dass ich da nicht genau dran sein muss, sondern ich kann das Ding auch hochlassen. Das Gerät ist ein Luftfahrtgerät und darf nicht ohne Genehmigung der Luftfahrtbehörde gestartet werden. Das gilt für auch Modellflieger, die entsprechend größere Gewichte haben. Hier ist es definitiv der Fall, wenn ich nicht die Genehmigung der Aufstiegsbehörde habe. Die habe ich mir mittlerweile erarbeitet, sodass ich alle 2 Jahre nur den Antrag, ich habe eine Dauergenehmigung, alle 2 Jahre mir das erneuern lassen muss. Aber ohne geht es nicht. Und hier im Oldenburger Bereich darf ich nur am Seil und darf ihn nicht frei fliegen, frei fahren lassen. Wenn man da oben in der Luft ist, auch das Besondere, dass kaum einer Höhenangst dort oben hat. Ich habe eigentlich normalerweise Höhenangst, aber wenn man da oben in der Luft schwebt, hat man keine Verbindung nach unten. Und das ist schon irgendwie einerseits was ganz was Ruhiges. Man schwebt da vor sich hin. Auf der anderen Seite hat man auch gerade wieder gehört, das Lärmen des Brenners. Und das ist wirklich man sieht die Natur ganz anders. Also man hat ja keine Höhenunterschiede, nur die Strukturen der Felder, der Wiesen und so weiter. Das ist schon ganz was Tolles. Und auch dieses Aufsteigen und dann da oben schweben, das ist wirklich was Faszinierendes. Ich habe mittlerweile aufgrund meiner Observer-Tätigkeiten 60, 70 Heißluftballonfahrten schon mitgemacht. Und es ist immer wieder was Tolles.